Dann gehen wir jetzt. Komm schon, sieht gut aus. Yes. So, und da stand ich drunter. Einmal, dann wurde ich zerquetscht. Jetzt muss ich erstmal zusehen. Da oben ist unser Lichtschwert drin. Da können wir rein. Können nichts tun. Oh, wir können hier was machen. Was habe ich jetzt gedrückt? Oh, da unten muss noch. Deswegen bin ich hier. Aber wie bekomme ich es jetzt hier raus? Ja, das stimmt auch wieder. Wie kriegen wir das jetzt da raus? Man musste irgendwas mit Machtgeschwindigkeit machen, dann da irgendwie so einen Sprint hinlegen und dann wurde es irgendwie hochgehoben. Man musste dann. Ah ja, hier war das, glaube ich. Rennen, rennen und ranziehen. Zieh doch! Nein! Okay, das war Fehler Nummer 1. Macht lade ich erstmal auf. Oh, wir haben's. Diese ganze Arbeit und jetzt muss ich auch noch einen Weg hier rausfinden. Hier, Lichtschwertwurf, sofortige Wirkung auf Spieler. Der Jedi kann sein Lichtschwert werfen und es wie eine Raketenwaffe einsetzen. Das Lichtschwert fliegt gerade nach vorne und kehrt zurück. Dann haben wir noch freigeschaltet. Lichtschwertabwehr, kontinuierlich, ja, der Jedi kann in einem kleinen Bereich direkt vor ihm Projektile und Nahkampfangriffe abwehren. Und den Lichtschwertangriff, oh Gott. Ja, erstmal haben wir nur den, mittleren Stil. Der klassische Lichtschwertkampfstil. Angriffsgeschwindigkeit, Distanz und Schaden sind durchschnittlich. Ein Jedi kann bis zu 5 Angriffe in Serie starten. Dieser Stil eignet sich am besten gegen mehrere Feinde. Stil setzt auf eine neutrale Haltung für Angriff und Abwehr, bei der Jedi sein Lichtschwert flach und rechts führt. Ein gelber Bogen rechts im HUD zeigt diesen Stil an. Das da. So. Später lernen wir auch den schweren und den leichten Stil. Was die können, dürfte man sich denken. Und jetzt müssen wir diese Dinger da durchschneiden, damit man hier rauskommt. Ich treffe mich mit meinem Laserschwert. Und diese Dinge können ja auch kaputt. Dann nochmal ein paar Tini kann man machen. Ich glaube. Moment, geht denn mit dem schweren hier? Ah ne, das war ja. Oh Gott, wie ging der? Ja genau, hier ging der nur mit dem schweren, dieser, Leute, die Kommas können, kennen den. Und man springt irgendwie so und sobald ich den schweren Skill kann, kann ich nicht zeigen. Erstmal nochmal speichern hier, wer weiß, was noch alles passieren kann. Ich denke, jetzt kommt nochmal ein Cutscene. Jo. Dann werde ich auch die Folge beenden. Du hast dein Lichtschwert gefunden. Sehr gut. Ich bin soweit. Konntest du etwas über Desan herausfinden? Nicht viel. Mit Hilfe der Logbücher unserer Schiffe und der Datenbanken der Republik fanden wir raus, dass Desans Schiff auf den Namen eines Rodianers namens Relo Baruk registriert ist. Relo Baruk? Kennst du ihn? Nicht persönlich. Er behauptet, ein ehrbarer Müllschlepper zu sein, aber in Wirklichkeit ist er einer der mächtigsten Drahtzieher in ganz Narshada. Nicht einmal die Hoods wollen etwas mit ihm zu tun haben. Klingt nach einer soliden Spur. Damit lässt sich etwas anfangen. Kyle? Ja? Ich wollte dir nur noch sagen, wie beeindruckt ich von deiner Leistung bei der Prüfung war. Wenn man bedenkt, wie lange es her ist, dass du die Macht eingesetzt hast, hätte ich fast erwartet, dass du scheiterst. Tja. Du warst im Tal der Jedi. Ja. Kyle. Ich weiß, was ich tue, Skywalker. Wenn ich Desan besiegen will, benötige ich die Macht. Und ich kann es mir nicht erlauben, Jahre meines Lebens hier zu verbringen, um mich wieder auf den alten Stand zu bringen. Kyle, ich erkenne, dass du gepeinigt bist, aber du musst lernen, die Folgen deiner Handlungen zu bedenken.
Du und Jan, ihr habt einen Eid geschworen, dass ihr das Tal der Jedi beschützen würdet. Und nun, da Jan tot ist, bist du der Einzige, der weiß, wo es liegt. Wenn die dunkle Seite der Macht in dir Überhand nehmen würde, könntest du das Tal für unaussprechlich böse Zwecke missbrauchen. Willst du sagen, ich bin nicht vertrauenswürdig? Ich sage nur, dass du dich deines Zorns entledigen solltest, bevor er dich zerstört. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber ich gebe dir die Koordinaten vom Tal der Jedi, nur um ganz sicher zu gehen. Das ist zumindest ein Anfang, denke ich. Nimm eines der Schiffe der Akademie nach Nashadar. Das ist weniger auffällig. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich schon um die Ravensclaw, bis du zurückkehrst. Du kommst also nicht mit? Leider nicht. Ich habe selbst Dringendes zu erledigen. Viel Glück, Kyle. Ich hoffe, dass du findest, wonach du suchst. Möge die Macht mit dir sein. Jo, und da ist der Missionsbericht gefunden, versteht er 1 von 1, bla bla. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, weil wegen, ah ja, jetzt haben wir auch noch zu bekommen den Lichtschwerteinsatz und den Machteinsatz. Und, jo. Jetzt haben wir unser Blazerschwert. Das werde ich so häufig benutzen wie möglich, doch nur jetzt in dieser Mission sind viele Scharfschützen unterwegs. In diesem komischen Gebiet hier, deshalb werde ich versuchen auch mir ein Scharfschützengewehr zu ergattern und mir dann eins davon nehmen, um die ganzen Penner von den Dächern zu holen. Aber erstmal Gangster Halo Bauk finden. Besser nicht. Ihr merkt, ich versuche mal nicht Mausrad zu drehen, aber vielleicht sollte ich versuchen, nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Genau. Aber jetzt erstmal. Das war's von mir mit Let's Play Star Wars Jedi Knight Jedi Outcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin Metron, bitte kommentieren und alles. Kennt ihr von jedem anderen, der hier auf YouTube Videos macht, so ziemlich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.